Am einfachsten zu diagnostizieren kann man den Gaumensegeltremor. Der Gaumensegeltremor, den können Sie ja im Grunde genommen selber diagnostizieren. Sie gucken in den Spiegel, öffnen den Mund und dann sehen Sie, wie Ihr Gaumensegel sozusagen sich zusammenzieht. Und das synchron ist mit dem Geräusch, was Sie im Ohr hören, also mit dem Klicken oder Knacken. Die meisten Patienten nennen es Knacken, aber manche sagen auch Klicken dazu. Dann wissen Sie, ich habe einen Gaumensegeltremor. Schwieriger wird es bei der Tubenbelüftungsstörung oder der klaffenden Tube. Da können wir manchmal die Diagnose einfach stellen, wenn alle Symptome gut zusammenpassen, und manchmal sind die Symptome aber nicht so richtig schön wie im Lehrbuch, dann kann es auch schwieriger werden. Da würde ich mal auf die beiden Abschnitte Tubenbelüftungsstörung und klaffende Tube verweisen. Und am schwierigsten ist die Diagnose des Myoklonus der Mittelohrmuskulatur, also dieser klitzekleinen Muskeln, die da im Mittelohr die Gehörknöllchen versteifen. Da kann es mal vorkommen, dass das Trommelfell sich mitbewegt. Das könnte man im Mikroskop beobachten. Es ist in der Literatur auch schon beschrieben worden, dass jemand ein Loch im Trommelfell hatte. Und dann konnten sie durch das Loch im Trommelfell ins Mittelohr reinschauen und dann mit dem Endoskop, das haben sie auch wieder gesehen, wie dieser kleine Muskel das Gehörknöllchen verkippt hat. Dann können sie das auch mal sehen. Aber die Regel ist die, dass sie eigentlich dem Trommelfell nichts ansehen und kein Loch im Trommelfell vorhanden ist und sie deswegen da auch nicht problemlos reinschauen können. Dann gibt es bestimmte Langzeitmessungen des Mittelohrdrucks. Und das sieht man manchmal sozusagen kleine, es ist so eine Druckkurve, die eigentlich ganz harmonisch ansteigen und abfallen soll. Und manchmal sind da kleine Zacken drin, wenn dieser Muskel sich zusammenzieht. Das wäre auch ein Nachweis für einen Myoklonus der Mittelohrmuskulatur. Aber ich würde mal sagen, 95% der Fälle ist das nicht der Fall. Und Sie müssen es rein anhand der Krankengeschichte schätzen, ahnen, vermuten. Und dann hängt es am Ende davon ab, wie hoch ist der Leidensdruck des Patienten, ob man eine Therapie durchführt oder nicht. Denn die Therapie ist relativ brachial. Sie können eine sogenannte Tympanoplastik machen, also Sie können das Trommelfell umklappen. Sie können die Sehnen dieser Muskeln durchtrennen. Wenn Sie die Sehnen der Muskeln durchtrennen, dann ziehen sich die Muskeln zwar weiter zusammen, aber die haben keinen Kontakt mehr zur Gehörknöchelchenkette und damit hört das Geräusch im Ohr auf. Damit hört das Klicken oder Knacken auf. Jetzt hatte ich schon Patienten, die so leiden unter diesem Knacken und Klicken im Ohr, dass die sagen, das ist mir egal, Hauptsache das geht weg. Und selbst wenn ich taub werden würde, machen Sie nur irgendwas dagegen und Sie operieren die. Die haben das zum Beispiel beidseitig. Man operiert immer erst ein Ohr. Und dann kam es eben schon vor, dass ich einen Patienten auf einem Ohr operiert habe und eigentlich sollte nach einem Vierteljahr die andere Seite operiert werden. Und als dann aber ein Ohr gut wurde, hat er sozusagen sich dann nach 2 Monaten gemeldet und hat gesagt, ach, ich brauche die Operation der Gegenseite gar nicht. Das hat sich beruhigt. Das ist fast nicht mehr da. Aber natürlich haben Sie viel häufiger die Patienten zum ersten Mal. Und dann haben Sie immer das Dilemma, ist es das oder ist es nicht? Und wenn sich zum Beispiel durch so ein äußeres Schallereignis ausgelöst wird, also wenn die zum Beispiel sagen, wenn Metall aufeinander schlägt, also ganz gerne erzählen die Leute beim Besteck in den Geschirrspüler einstellen, dann klappert es ja meistens. Und wenn sie dann dieses Klicken im Ohr kriegen, dann ist es schon mal sehr wahrscheinlich. Und vielleicht ist der Patient auch schon hingegangen und hat festgestellt, wenn er sich zum Beispiel einen Ohrenstöpsel in das betroffene Ohr macht und der Schall kommt von der anderen Seite, kann es trotzdem im betroffenen Ohr klicken, denn dieser Reflex wird von beiden Seiten ausgelöst. Auch das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass wenn das Ereignis durch Beschallung der Gegenseite ausgelöst wird, dass das so ein Myoklonus der Mittelohrmuskeln sein kann. Aber am Ende hat man trotzdem das Dilemma, es gibt keinen hundertprozentig zuverlässigen Test. Sie machen eine Operation, wo Sie eigentlich was zerstören, nämlich diese Sehnen im Mittelohr durchtrennen. Und das könnte theoretisch zu einer Geräuschempfindlichkeit des Patienten führen. Obwohl ich sagen muss, alle Patienten, die ich bisher operiert habe, hatten dadurch keine Einschränkungen. Sie haben gesagt, das macht mir gar nichts aus, das ist so minimal, ich kann das fast nicht selber feststellen. Aber natürlich ist es grundsätzlich mal als Arzt und Operateur unsympathisch, eine Operation zu machen, um was kaputt zu machen, statt was zu reparieren.
Aber es ist halt tatsächlich für die Patienten, für die Psyche der Patienten so eine massive Erleichterung. Das können Sie nicht so richtig jetzt auf einen Prozentwert runterbrechen. Es hängt erstmal davon ab, über was für ein Knacken, Klicken, Klappen wir sprechen. Ich sag mal, wenn es eine Tubenbelüftungsstörung die Ursache ist, dann die Tubenbelüftungsstörung, da haben wir wirklich eine extrem gute Erfolgsrate. Ich sag mal, da machen wir so eine konservative Therapie, die ist schon bei 70-80% der Patienten erfolgreich. Und wenn die konservative Therapie nicht funktioniert, dann können wir so eine Ballondilatation machen. Und dann sind wir bei einer Erfolgsquote, sage ich mal, bei fast 99%. Das heißt, da sind wir sehr erfolgreich. Bei der klaffenden Tube, wenn das die Ursache für das laute Knacken im Ohr ist, dann haben wir eine Erfolgsquote, sage ich mal, wenn man alles zusammennimmt, von irgendwo bei 75%, wenn alles gut zusammenläuft. Meistens haben diese Patienten aber auch eben noch andere Beschwerden, auch die sie fast noch mehr quälen als das Knacken im Ohr, weil die dann häufig so ihre eigene Stimme verzerrt im Ohr hören und ihre Atemgeräusche im Ohr und so ein Druckgefühl im Ohr haben, als wenn sie im Flugzeug sitzen, im Landeanflug. Das macht die Leute meist noch eher fertig als das Knacken im Ohr. Also sie sagen dann, ja, Knacken tut es auch noch, aber das ist nicht mal mein Schlimmstes. Da haben wir, wie gesagt, eine Erfolgsquote von 75%. Bezüglich des echten Myoklonus der Mittelohrmuskulatur würde ich sagen, liegt sie bei 100%, weil wenn die Sehne durchtrennt ist und die Diagnose hat gestimmt, dann haben sie danach ja kein Geräusch mehr im Ohr. Aber natürlich liegt man nicht immer richtig bei so einer Diagnose, wo sie keine zuverlässigen Tests haben, die ihnen die Garantie geben, dass diese Erkrankung vorliegt. Und deswegen würde ich sagen, die Erfolgschance liegt da vielleicht bei 50%, dass man eben einfach bei jedem zweiten Patienten daneben liegt. Oder ich hatte mal einen Patienten, der mir eben erzählt hat, naja, es klickt jetzt nicht mehr im Ohr, aber ich spüre immer noch, dass dieser Muskel sich zusammenzieht. Also ich spüre da wie so ein Ziehen dauernd. Und das stört mich auch. Da habe ich so gefragt, ja, würden Sie sich's nochmal machen lassen? Und er sagt, naja, so ehrlich gesagt, wenn er das jetzt vergleicht, vorher, nachher, macht zwar keine Geräusche mehr im Ohr, aber ehrlicherweise, dieses Ziehen des Muskels stört ihn genauso, würde er wahrscheinlich nicht nochmal machen lassen. Und andere Patienten sagen mir, oh, Herr Klingmann, Sie haben mir das Leben gerettet, ich habe überhaupt nicht mehr funktioniert, ich konnte mit keinem Menschen mehr reden, ich habe jedes Geräusch vermieden, ich bin nur mit Ohrenstöpsel im Ohr rumgelaufen und konnte mich überhaupt nicht mehr unterhalten, weil jedes Geräusch hat zu einem Klicken im Ohr geführt, dann operieren sie die und danach fängt für die ein neues Leben an. Also das muss man abwägen. Es ist am Ende, bei diesen Erkrankungen geht es immer sehr viel darum, wie stark ist die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigt, um zu entscheiden, wie invasiv gehen sie letztlich vor. Muss eine Operation sein oder nicht? Naja, und dann zum Gaumensegeltremor noch. Das ist dieses Zucken des Gaumensegels, das kann man mit Botox behandeln. Da wird Botox ins Gaumensegel eingespritzt und das Botox schwächt das Gaumensegel. Sie dürfen es nicht total lähmen. Man könnte das, technisch kein Problem. Aber Sie brauchen das Gaumensegel natürlich auch noch, weil wenn Sie nicht mehr richtig schlucken können, dann können Sie sich verschlucken, können Sie eine Lungenentzündung kriegen. Aber eher unangenehm ist für die Patienten, wenn man zu viel Botox verwendet, dann kann es sein, dass sie so eine näselnde Sprache kriegen, dass wenn die Wasser trinken, dass sie das in die Nase hochschlucken. Also das ist meist nur ein paar Tage. Aber ich hatte auch schon Patienten, also sagen wir mal so, man fängt mit einer kleinen Dosis Botox an und guckt erstmal, ob es zu einer Verbesserung führt. Und bei manchen Patienten sind die Beschwerden dann weg und bei manchen Patienten hat es gar nichts gebracht. Und dann spritzen sie die nächste Menge Botox. Also das Botulinumtoxin, das ist ja ein Gift, was letztlich quergestreifte Muskulatur lähmt. Und diese Lähmung hält so ungefähr 3-4 Monate an. Und bei den Patienten mit diesem Gaumensegeltremor führt es sogar häufig zu 5-6 Monaten Beschwerdefreiheit, weil die Muskulatur, das Gift wird langsam abgebaut, die wird immer wieder stärker und irgendwann kommt es quasi wieder. Und wenn Sie das also ein zweites Mal spritzen, dann sind die Nebenwirkungen oft schon stärker. Also dann haben Sie einfach mehr Schluckbeschwerden, mehr Sprechbeschwerden, dann klingen die so ein bisschen näseln, die klingen vielleicht auch so ein bisschen wie betrunken. Und da muss man dann immer abwägen wieder, wie hoch ist der Leidensdruck, ob die Patienten die Nebenwirkungen in Kauf nehmen wollen. Also ich hatte mal eine Patientin, die wirklich auch nach 4 Wochen noch, also
echt eine unangenehme Sprache hatte. Und trotzdem wollte sie das aber, als die Wirkung nachgelassen hat, dann wiederholen, weil sie sagt, mei, aber das Klicken im Ohr macht mich halt noch viel wahnsinniger. Also da habe ich lieber 4 Wochen, sage ich mal, eine verwaschene Sprache. Und da muss man dann so ein bisschen natürlich mit der Dosierung spielen. Da können Sie sehr genau die Dosis anpassen. Aber das Problem ist immer, das Botox wird gespritzt und die Wirkung des Botox kommt so nach 2-3 Tagen erst. Dann habt ihr quasi, kann bis zu 14 Tage kann diese Wirkung sich aufbauen. Das heißt, Sie können es nicht einfach auf reinspritzen, gucken, was passiert, sondern Sie spritzen halt eine gewisse Menge von diesem Botox und dann schauen Sie erstmal, was passiert. Und wenn Sie halt zu viel spritzen, dann hat der Patient ein Problem, was 3 bis 4 Monate anhält. Also muss man sich so ein bisschen rantasten. Und das nächste Problem ist, das will niemand richtig machen. Niemand traut sich so richtig, am Gaumensegel Botox einzuspritzen. Ich hatte auch lange Zeit jemanden gesucht, der das für mich macht, weil eigentlich die Neurologen viel Botox anwenden für solche Muskelzuckungen, weil es diese Muskelzuckungen ja ganz in verschiedenen Bereichen des Körpers gibt. Und nur am Gaumensegel wollen die das nicht machen, weil die sagen, mei, das ist eigentlich ein HNO-Problem. Und das Ende vom Lied ist tatsächlich, nachdem ich niemand gefunden habe, der mir das macht, kein Neurologe, mache ich es jetzt halt inzwischen selbst, dadurch meine eigene Erfahrung gesammelt. Aber das Problem ist tatsächlich, dass ich als HNO-Arzt dieses Botox, was ja eine medizinische Indikation eigentlich ist, nicht auf Kosten der gesetzlichen Krankenkasse verordnen darf, weil das wiederum nur die Neurologen dürfen.